Sie hören SBS German. Ich sitze hier in der RMIT Gallery gemeinsam mit Matthias Flügge, dem Kurator der Ausstellung Ulrich Wüst, Wanderings About History, The Photography of Ulrich Wüst, und Gabriele Urban vom Goethe-Institut. Ja, diese Ausstellung, warum kommt die jetzt nach Melbourne? Ja, wir sind in der glücklichen Lage. Das ist unser Beitrag zum Fotofestival Foto 2024, in der diese Ausstellung gezeigt wird, die gerade in der Region tourt. Und sie wird eigentlich erst zum zweiten Mal überhaupt gezeigt. Das ist eine Ausstellung, die das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart veranstaltet hat. Die hatte im vergangenen Jahr im Frühsommer in Korea, in Busan, die Eröffnung und kommt jetzt hierher. Sollte eigentlich auch noch nach Sydney gehen, aber da haben wir das irgendwie noch nicht hingekriegt mit den Räumen. Und es ist Teil eines großen Projektes des IFA, dass Fotografen aus dem Osten, also aus der DDR, der untergegangenen DDR, vorstellt. Und dies ist hier schon die vierte oder fünfte Ausstellung aus diesem Zyklus und die erfreuen sich international großer Beliebtheit. Und wir freuen uns natürlich unheimlich, dass wir hier nach Australien kommen können, auch in diese Stadt, und das hier präsentieren. Ulrich Wüst, muss ich sagen, der reist nicht mehr. Der hat irgendwann beschlossen, dass er nur noch sich in Deutschland aufhält, weil ihm das alles zu viel ist. Ulrich Wüst wird ja als Fotografiearchäologe bezeichnet, vor allem und natürlich in Bezug auf die DDR, die ehemalige DDR und den Wandel. Wie erkennt man das in den Fotos, die hier ausgestellt werden? Naja, das kommt natürlich darauf an, was man weiß von der Zeit zwischen 1949 und 90, wo die DDR als Staatswesen existiert hat, um das ja bis heute noch ganz viele Gerüchte und Fehleinschätzungen und auch Psychopathien im Raum schweben, zumindest in Deutschland. Wir haben das hier so gemacht, dass wir immer versucht haben, sozusagen von der Bildhaftigkeit des Landes auszugehen. Ulrich Wüst ist Architekt von Hause aus, hat als Stadtplaner gearbeitet, bis er dann irgendwie das nicht mehr mittragen konnte, die Städtebaupolitik im Osten, und sich dann freiberuflich gemacht hat. Zu der Zeit haben wir uns kennengelernt. Ich war damals Redakteur bei einer Kunstzeitschrift und Ulrich hat viel für Bauzeitschriften fotografiert. Und so sind wir also irgendwie miteinander ins Gespräch und in Berührung gekommen. Und was ich immer so wahnsinnig an ihm geschätzt habe, war, dass der keine propagandistische Fotografie gegen den Osten machte, sondern einfach zeigte, wie die Lebensbedingungen, also die gebauten und die gesellschaftlichen, die ja davon unmittelbar abhängen, in diesem Land aussehen. Also das war nie sozusagen irgendwie eine Sache, die sich jetzt explizit gegen die Politik der DDR gewandt hat, aber sie hat sozusagen alle Schwächen, alle Fehler, alle Untiefen der Baupolitik und natürlich auch der damit verbundenen Propagandapolitik und so weiter in den Blick genommen, und das mit kleinen Abzügen. Also hier hängen ja ganz viele von diesen kleinen Bildern, die irgendwie so 18 mal 32 sind maximal, manche auch noch kleiner, und die konnten verschickt werden in Briefkuverts. Also Fotografie war in der DDR eine Kommunikationsform. Wenn man irgendwie Leute auf was aufmerksam machen wollte, von dem man irgendwie angeekelt war, dann fotografierte man das und schickte für das Billigporto von 5 Pfennig damals Postkarten durch die Gegend. Also das war ja überhaupt eine Kommunikationsform der Kunst in den osteuropäischen Ländern, sich über Bildkommentare zu verständigen. Und mit dieser Technologie oder, wie man sagen wird, Strategie, hat Ulrich Wüst auch so seinen Standpunkt gefestigt. Aber er hat immer auch veröffentlicht. Also keine politischen Aufnahmen, sondern eben solche Aufnahmen, von denen ich gerade sprach,
die natürlich auch in den Zeitschriften der DDR zu sehen war. Es wird ja heute immer erzählt, dass das ein durch und durch diktatorischer, von allen boshaften Kontrollmechanismen durch Sotner Staat war. Das kann ich nicht bestätigen. Man fühlte sich nicht frei, aber man hatte Möglichkeiten, davon zu erzählen, sowohl in der Literatur als auch in der bildenden Kunst. Ja, Sie haben ja selbst auch in der DDR gelebt. Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie diese Fotos von Ulrich Wüst zuerst gesehen haben? Also wenn ich jetzt an die Architekturfotografien denke, da tritt der Mensch komplett in den Hintergrund. Ist das nicht auch so eine Art Kritik an dem Staat? Naja, das ist ein bisschen kurz gedacht. Also nicht, dass der Mensch nicht auf den Fotos vorkommt, heißt ja nicht, dass der Mensch im Staat nicht vorkommt. Die Entscheidung, die Architektur ohne Menschen zu fotografieren und auch in einem Licht, wenn Sie da mal hinschauen, was sozusagen nicht besonders schattenreich ist oder manchmal sehr sogar, dann ist das das Gegenteil. Aber die frühen Stadtbilder, mit denen er berühmt geworden ist, davon haben wir hier, ich weiß nicht, 15 Stück oder so zu hängen, die haben keine dramatischen Lichtführungen, sondern die sind in einer grauen Atmosphäre quasi aufgenommen, obwohl Ulrich Wüst immer nur bei Sonnenlicht fotografiert hat. Und das heißt aber nicht, dass sich damit irgend so direkt eine Aussage verbindet, sondern das heißt vor allem, dass die Konzentration des Betrachters auf die Form der Bauten gelenkt wird. Und der Mensch neigt ja dazu, andere Menschen anzuschauen. Und wenn die sozusagen auf den Bildern sind, dann sieht man nicht die Konzentration von baulicher Substanz auf den Fotos. Dass man das natürlich auch immer so gelesen hat, dass das ein Land ohne richtige Menschen ist und so weiter. Das ist ja ein Subtext. Den hat der Wüst also so nicht gemeint, aber die Kunst ist immer klüger als der Künstler. Können Sie noch was zum Titel der Ausstellung sagen? Wanderings Through History? Also ich habe lange überlegt und da ich Ulrich Wüst seit, ich weiß gar nicht, Ende der 70er Jahre kenne, Anfang der 80er, also haben wir angefangen zusammen zu arbeiten, war das natürlich eine Entscheidung, wie nennt man so eine Ausstellung? Ulrich Wüst Fotografie war, ich bin eigentlich gegen literarische Titel. Und dann bin ich ewig mit dem Auto durch Berlin gefahren, und wo Ulrich Wüst seine Sprache entwickelt hab und habe irgendwie versucht, einen Titel zu finden, bis mir dann einfiel, also wenn ich meine Form des Wanderns ist Autofahren, wandere eigentlich nicht, fahre mit dem Auto. Dann fiel mir ein, was ich hier mache, ist eigentlich eine Wanderung durch Geschichte dieser Stadt. Und dadurch kam dann dieser Titel zusammen, der im Deutschen heißt Wandern in Geschichte. Das ist ein bisschen fremd, aber warum nicht? Die Bilder sind auch fremd. Und wir haben lange überlegt, ob wir das so machen. Dann haben wir uns dafür entschieden und sind eigentlich heute ganz froh darüber, weil alles andere wäre noch blöder gewesen. Also jetzt sind Sie ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und ich komme jetzt aus dem Westen. Gehen Sie davon aus, dass wir beiden diese Bilder unterschiedlich anschauen? Das wäre doch ein großer Gewinn, wenn man sich darüber unterhalten könnte. Ja, natürlich gehe ich davon aus. Jetzt mal unabhängig von dem gewissen Altersunterschied, der zwischen uns beiden herrscht. Wenn Sie sich die Fotos angucken von den Zeitungen, den Tageszeitungen aus Mecklenburg, also im Land nördlich von Berlin, die Ulrich Wüst gefunden hat, als er sich da ein neues Haus gekauft hat, waren so abgelatschte, angegammelte, zerrissene Tageszeitungen aus den 60er, 70er Jahren. Und da hat er so Fotos raus, propagandistische Fotos mit seinem Fotoapparat abfotografiert, wo also dann draufsteht, kein Pardon den Kornverlusten und wie die Arbeiter sozusagen darum kämpfen, auch jedes Korn auf dem Lande noch zu, oder die Bauern natürlich, zu erbeuten. Und das ist natürlich, das hat er noch zu DDR-Zeiten gemacht, so in den späten 80er Jahren. Und das hat natürlich heute so eine merkwürdige, also für uns schon belustigende, also ich empfinde das sehr humorvoll, obgleich ich bin genau in der Gegend groß geworden in Mecklenburg. Und mein Vater hat für so eine Zeitung Kulturberichte geschrieben und deswegen hatten wir die immer. Und da standen dann die
waren dann diese Fotos drin. Also für mich ist das alles ganz vertraute Geschichte, die aber durch die Tatsache, dass da einer kommt, der das sozusagen fotografisch bricht, gar nicht mal interpretiert, sondern einfach nur durch die Medienübersetzung, die Übersetzung in ein anderes Medium, erst in die neue, in die, ist ja keine Reprofotografie, sondern ist eine ausgewählte, die Bilder sind ja sehr genau komponiert, also was da auf den Zeitungen ist. Und da ist natürlich völlig klar, dass das für Menschen, die das nicht so erlebt haben, eine ganz andere Geschichte ist. Aber ich freue mich auch mal, wenn ich sozusagen aus Westdeutschland so Sachen sehe, da gab es das ja auch. Also die ganzen 70er Jahre waren voll mit Medienkritik und so, als die Kunst im Westen noch widerständig war oder es noch widerständige Kunst gab. Das ist ja alles nichts, was jetzt nur in der DDR existierte. Deswegen gibt es da auch eine Kommunikationsmöglichkeit, weil das auf vergleichbaren methodischen Hintergründen, nicht politischen, aber methodischen Hintergründen künstlerischer Auseinandersetzung mit politischer Wirklichkeit beruht. Gibt es denn in dieser Ausstellung jetzt ein Bild, das für Sie ganz besonders heraussticht und warum? Oder darf ich im Moment nachdenken? Ja. Eigentlich nicht wirklich. Also es ist ja so, was ich wichtig finde und wo ich mich auch freue, dass wir das in die Ausstellung aufnehmen können, sind die beiden Leporellos. Also das sind diese gefalteten Bücher. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass das Wort Leporello im Englischen gar nicht vorkommt. Gefaltete Bücher, die man so auffaltet und dann klappt man sie zusammen, dann sitzt sie wie ein Buch. Und das ist für Ulrich seit vielen, vielen Jahren eine Art Archiv. Möglichkeit sozusagen, seine Fotos zu archivieren, sodass er die auch findet. Weil wir sind ja alle keine Digital Natives, sondern wir arbeiten sozusagen im Geiste analog, auch wenn wir uns digitalen Mittel bedienen. Und da ist ja eines Tages auf die Idee gekommen, mit dieser Form des gefalteten Buches ganze Geschichten, ganze Themenblöcke zu bearbeiten. Und hier eins davon heißt Pracht der Macht. Und das sind alles Fotos, zum großen Teil Details von Denkmälern, von Skulpturen oder auch Architekturen oder sogar auch Autos, die durch ihr Design, durch ihre Gestaltungsform einen Machtanspruch repräsentieren. Das ist schon entstanden nach dem Fall der Mauer, enthält aber Bilder aus Ost und West, wobei man dann also sehen kann, doch ganz gut, dass sich da nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Der Mächtige will seine Macht zeigen und schafft sich dafür die Formen, beziehungsweise lässt sie sich schaffen. Und die stehen hier auf so Borden an der Wand, so 4 Meter lang. Und man kann sie nicht anfassen, wäre natürlich viel schöner, man könnte drin blättern. Aber das geht nun mal leider nicht. Und wir haben uns jetzt irgendwie überlegt, wir stellen die auf diese Borde und haben die dann auch reisefähig gemacht. Ulrich war ja vor 6 Jahren oder 7 zur Documenta eingeladen und hat da eben auch diese Bilder, also nicht diese Bilder, aber seine Bilder gezeigt. Und das war eigentlich so sein Durchbruch. Und wenn das nicht gewesen wäre, würde es auch diese Ausstellung nicht geben. So ist der Kunstbetrieb halt organisiert. Ja. Aber wir freuen uns sehr, Ulrich, auf. Wir telefonieren jeden Tag irgendwie oder jeden zweiten, dass das hier so schön zu sehen ist. Wir sind gespannt auf die Reaktionen. Matthias Flügge, Kurator der Ausstellung von Ulrich Wüst, Wanderings Through History. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, war mir ein Vergnügen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.